Mahlzeit zusammen und willkommen zurück zu einem weiteren Part Yoshi's Island. Oh yeah, wir sind mittlerweile beim 9. Part, müsste der 9. sein, ja. Und wir sind hier stehen geblieben beim letzten Part, weil die Zeit schon längst vorüber war und ich mache meine Parts halt nicht länger als 20 Minuten. Ich möchte meine Parts auch nicht länger als 20 Minuten lassen. Und ich denke mal so zwischen 15 und 20 Minuten, das habe ich ja schon zuvor gesagt, ist eigentlich eine gute Zeit, um einen Part zu beenden. Wenn ich jetzt das Level nicht beende, werde ich halt mittendrin abbrechen. Passiert halt, ne, muss ich mal sagen. Aber es ist doch an sich hier in Ordnung, oder? Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Und geh doch endlich da runter, Yoshi. Ich bin falsch abgebogen. Ich muss hier einen richtigen Weg finden. So, den nehmen wir mit. Nicht ganz so toll. Komm her. Junge. Ha. Ich weiß gerade nicht mehr. Ich muss. Da waren wir schon drin. Ja, gut. Ich glaube, ich muss von unten nach oben schießen. Ja, hier war das. Kleines Gehirn. So. Beim letzten Part hatten wir aber auch. Moment. Wollen wir jetzt ganz nach dort gehen wieder? Da waren wir ja nämlich schon. Gucken wir erstmal, was hier ist. Da war eine Tür. Okay. Ich hoffe, ich habe auch alles. Wenn ich jetzt hier runterspringe, da war nur das Spiel, oder? Genau, da ist nur das Spiel. Dann waren wir eigentlich schon fast in allen Räumen. Uns fehlen noch vier Münzen und zwei wunderschöne Blümchen. Die holen wir uns natürlich auch noch. Aber hier haben wir schon mal alles abgehackt an dieser Stelle. Und wir kriegen sogar einen Sternring. Das ist perfekt. Perfekt zum Abklappern. Würde ich sagen. Und wir nähern uns aber auch langsam den schwereren Levels. Das habe ich ja schon mal gesagt. So, die Dinger können wir noch in den Mund nehmen. Den können wir wegballern. Zählt dagegen geknallt und hat eine Münze freigegeben. Ja, gut, ja, kann man machen. So, den nehmen wir aber auch. Und jetzt muss ich aber auch ein bisschen drauf gucken. Der lässt Münzen. Hier ist keine versteckte Blume. Ich bin aber verwirrt. Kann doch nicht sein. Hier ist doch bestimmt auch eine versteckte Blume irgendwo. Ah. Keine versteckte Blume in diesem Raum? Ist aber merkwürdig. Sehr merkwürdig. Yoshi schluckt tatsächlich alleine die Dinger nach der Zeit runter. Okay. Im Notfall stürze ich mich aber in den Tod. Würde ich sagen, ja. Okay, ein. Da unten irgendwas. Kann ja nie wissen. Und hier sehen wir sogar. Ist das das erste Level mit Wasser? Ich glaube schon, oder? Das ist das allererste. Oh nein! Kackfisch! Kannst du mal Popo schmatzen? Oh. Danke, Spiel. Danke, Spiel. Geh doch vorher runter. So. Puh. Hier haben wir schon mal. Ja, spitzt du mich ruhig ab. Ist mir egal. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, hier lernt man auch, gucken. Sonst hier nichts. Uns fehlt noch eine Blume und uns fehlt noch, vier Münzen. Also. Ha! Wenn wir jetzt gleich hoffentlich noch nicht am Ende sind. Oh, ja, das dann nehme ich mir mal, ne? Kann ich gut gebrauchen. Danke, jetzt geh mal runter, verpiss dich. Danke. So. Oh. Okay, was haben wir denn hier? Ein Leben. Okay, nur ein Leben. Hä? Hab ich jetzt vier Münzen vergessen? Kann ja nicht Warsteiner sein. Als ob ich jetzt irgendwo vier Münzen vergessen habe. Muss aber mal die Augen aufmachen. Kann ja nicht Warsteiner sein. Bin ich hier irgendwie? Nö. Schnauze, Fischi. Kann ich ja gar nicht mehr hoch. Ja, schon kacke. Oder kann ich den Auftrieb von den Fischen benutzen? Nee, kann ich nicht. Hey, Fischi, spuck mal. Spuck der andere Fisch mal? Warte. Kann ich nicht als Auftrieb benutzen. Das ist doch kacke. Ja. Ist okay, Leute. Ist okay. Ich muss da auf das Ding mit der 2 draufkommen.
Jetzt. Jetzt habe ich es geschafft, aber ist nichts. Hä? Als ob ich jetzt 4 Münzen vergessen habe. Kann doch nicht Warsteiner sein. Sieh, irgendwo habe ich eine andere. Ich glaube, ich habe eine Tür vergessen, oder? Nein! Nein! Ja gut, dann werde ich das so machen, dass ich mich jetzt einfach die 30 Sekunden, die ich habe, von den Sternenzähler ablaufen lasse. Kann ich mich gar nicht von... Aha, wollte ich gerade sagen. Tut mir leid, Baby, es tut mir leid. Aber du gehst mir so tierisch auf die Eier. Nee, ist nicht, aber... Ist halt jetzt echt nicht geil, ne? War nicht mein Plan. Wollte schon gerade sagen, wie lange schreit denn das Baby noch? Und die Viecher waren schon auf dem Weg. So, 54 Leben habe ich, Alter. Digger. Ich kann auch glauben, ich glaube... Oh nein. Ich kann gar nicht mehr zurück. Nein. Ich hoffe, ich habe hier noch irgendwie was vergessen. Warum ist denn hier nichts? Ah, das ist doch zum Kotzen. Ah, ist das scheiße. Ha. Als ob hier keine Münzen sind. Ja, merkwürdig. Aua. Warum ist da unten ein Loch? Seht ihr das? Da unten ist ein Loch. Kann man da durchfliegen? Einfach selber, einfach einen Selbstmord begehen. Ja, scheiße, müssen wir das Level nochmal neu machen. Ich komme nicht an die Münzen. Ich muss an die Münzen dran. Geil. Höhlenchaos. Erneut. Geil, das erfreut mich, dass ich das Level nochmal neu machen muss. Weil ich wahrscheinlich hier irgendwie die Münzen vergessen habe. Die da oben vielleicht? Ich weiß es nicht. Irgendwelche Münzen muss ich ja wohl vergessen haben. Kacke. Ausgerechnet mir beim Let's Play passiert sowas. Ah. Hab ich ja. Wenn ich jetzt diese Münzen da vergessen habe, dann krieg ich doch Kotzen, aber, ne? Hoch da! 3 Stück. Weiß nicht, ob ich die Münzen vergessen habe. Wäre mega kacke, wenn ich die vergessen hätte. Wenn es genau die da sind, die ich vergessen habe. Oh, Junge. Bin ich nicht mehr zu helfen. Hier habe ich auf jeden Fall nicht vergessen. Hier sind aber auch keine roten Münzen drin. Ah. Hier ist nur die Tür. Okay. Gucken uns jetzt erstmal hier richtig ordentlich um. Hier muss doch bestimmt noch irgendwas sein. Machen wir hier einfach am besten. Wow. Danke, Yoshi. Danke. Ah. Sonst ist da nichts. Muss doch noch irgendwo was sein. Oder ich habe wirklich die eine Tür vergessen. Da war eine Tür, da habe ich ja gesagt, hier. Die werde ich ja später nehmen. Ich glaube, die habe ich vergessen. Gut, dann gehen wir hier rein. Und holen uns mal die Türen. Die ich vergessen habe. Glaube ich. War hier vorne irgendwo.
Gehirn schaltet sich tendenziell öfter mal ab, Leute. Hier war doch eine Tür. Jetzt ganz behämmert. Okay, ein Leben. Wow, sowas nenne ich einen tollen Part. Den werde ich dann wahrscheinlich ein bisschen länger ziehen oder so. Mal gucken. Weil das war jetzt ein bisschen kacke, dass ich das Level einfach nochmal machen muss. Kann ja nicht Warsteiner sein. Wo war jetzt die Tür? Heißt das hier noch irgendwo eine war? Hier unten. Hier können wir wieder Kürbis knattern. Wir können erstmal die Gegner wegknattern. Was eigentlich gar nicht so wichtig für mich ist, dass ich das jetzt nochmal mache. Ein Treffer. Oh, dann gehe ich mal hier hoch, ne? Als ob ich den so easy getroffen habe. Yoshi aber auch immer so ein bisschen behämmert guckt, so von wegen jetzt, du hast mich getroffen, da links und rechts. Oh. Ja, das haben wir jetzt geschafft. Wow. Muss aber tatsächlich gucken, wo die Tür war, die ich vergessen habe. Jetzt passt auf, Leute. Jetzt waren es die Dinger von diesem Sternring hier. Nein, den holen wir uns jetzt erstmal. Guck mal, wo jetzt die Tür war. Hier war die Tür. Die habe ich vergessen. Die Tür meine ich jetzt vergessen zu haben beim letzten Mal. Ja, habe ich auch. Ekelhaft! Genau die habe ich vergessen! Ah, jetzt haben wir ja alles. So gut wie alles. Geil! Sowas lobe ich mir. Den Alzheimer eines, wenn ich ein Level lange nicht mehr gespielt habe. Bei dem einen Level wusste ich so viel und bei dem hier, ja, läuft ja alles aus dem Ruder. Wie geht's weiter? Nein, bitte. Danke. Komm ich mal Puppe schmatzen. Jetzt fehlt tatsächlich nur noch das Blümchen. Hier. Und das Blümchen finden wir ja an der einen Stelle. Aber Leute, so seht ihr auch mal, wenn bei einem Let's Player auch mal was schief geht. Und ich denke mir, Ich will es mal natürlich lassen. Auf natürliche Art und Weise sozusagen dieses Let's Play auch machen. Und wenn mal was schief geht, dann müsst ihr auch drunter leiden in diesem Fall. Zumindest die Leute, die auch bei einem Let's Play auch wirklich zuschauen. Es gibt ja die Leute, die schreiben, cooler Part, Leute, geiles Let's Play, und gucken sich das Video gar nicht an. Wo ich mir denke, Digga, wen willst du flicken? Easy. So. Jetzt haben wir alles. Ha, die 100 Punkte sind mein. Die 100% von diesem Level. Jetzt hier einfach ein bisschen aufpassen. Falls hier ein Gegner kommt. Genau der da. Easy. So. Level ab. Geschafft. So. Nicht abgebrochen. Geschafft. Dass dieses Level so lange, so viel Zeit gefressen hat. Und das wird aber auch in Zukunft bei diesem Projekt, muss ich ganz ehrlich sagen, öfter passieren. Dass ein Level ein bisschen mehr Zeit frisst oder dass ich an bestimmten Dingen gar nicht mehr drankomme und dann nochmal machen muss. Und ja, ihr könnt es ja reinschreiben, ob ich das rausschneiden soll oder ob ich das drin lassen soll. So wie jetzt in diesem Part. Ne? Ich bin der Meinung, natürliches Let's Play sollte auch natürlich gespielt werden. Von daher, ja, wozu rausschneiden? Es sei denn, ihr sagt, das hat was mit Faulheit zu tun, schneid es lieber raus, finde ich besser.
dann okay, dann werde ich es rausschneiden und werde das dann wahrscheinlich in einen anderen Part mit hineinzufügen. Lakitos Hinterhalt, okay. Oh, Weihnachtsmann! Ich meine, die Weihnachtsecke mit den riesen dicken Eiern. Yeah! That was she said. Nein, ja mit dir. So, hier gab es auch irgendwo noch eine Stelle. Ich weiß gar nicht, kann ich hier hoch überhaupt? Muss da lang, oder? Muss auf die Eier drauf. Genau. Kommen wir hier hoch. Wir können, glaube ich, 3 oder 4 Eier, dicke Eier, tragen. Ich glaube, das war jetzt falsch. Das hätte ich nicht tun dürfen. Okay, gut. Verschwindende Shy Guys mag ich nicht. Wow. Habe ich jetzt das große Ei echt weggeschossen? Geil. Aber mein Zielwasser habe ich auf jeden Fall noch. Das muss man mir lassen. Komm her. Danke. Hier ist nichts drin. Oben noch irgendwas? Nö. Gut, ne? Wenn da oben nichts ist. Jetzt ein Schlüssel? Ja, ich habe einen Schlüssel. Dann gehen wir mal hier rein und gucken, was uns hier erwartet. Goldregeln. Ja, das kennen wir ja schon. Ja, bla 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 bla. Meins. Meine Münze. Oh, du Pulle! Meine. Piss dich. Hehe. Oh, fuck. Hey! Oh. Scheiße, ne? Wenn man nicht so eine lange Zunge hat wie ich hier. Aua! Wie ist dafür wieder immer auf mich reiten? Wie so ein Tier. Oh. Das war wohl nichts, ne? Aha, eine krieg ich noch. Und kriegen Maxi-Eier, das ist schön. Yeah! Dann mach ich die alle ordentlich fertig. Ich hab maximale dicke Eier. Jetzt habe ich auf jeden Fall dicke Eier. Also ein dickes Ei. So. Kann man natürlich falsch verstehen. Ja. Aber ich denke, hier sind alle so vernünftig und verstehen sowas natürlich nicht falsch. So, jetzt haben wir 2 dicke Eier. Oh Gott, das klingt wirklich einfach falsch. So. Öffnet sich der Weg. Da müsste jetzt eigentlich endlos weit gehen. Hier geht er nicht. Was habe ich mir denn erwartet? Was passiert? Bom, 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 bom. Jetzt haben wir 3 dicke Eier, Leute. 3 dicke Eier. Ist das nicht krass? So, jetzt gehen wir erstmal hier runter. Ja, kotzt du mal erstmal, Yoshi. Wozu waren die roten eigentlich da? Ich weiß es gerade nicht. Die roten Eier. Die Leuchtenden haben rote Münzen gegeben. Die Roten haben Sterne gegeben. Keine Ahnung. Ich glaube, die Roten haben nur Sterne gegeben. War also nicht so besonders. Und das da holen wir jetzt auf. Also ich glaube, die großen Eier haben aber auch keinen großen Mehrwert. Ich glaube, man kann halt nur beschissen lenken, weil die Eier so schwer sind. Oh, stimmt. Das war noch der Nebeneffekt von den schönen großen Eiern. Man kriegt Sterne. Muss aber mal die Augen offen halten. Ich weiß nicht, ob hier noch ein extra Weg gab. Einen Geheimweg gab es hier aber nicht, oder? Ja, der Part geht schon länger. Ich sehe gerade auf die Uhr und denke mir so, oh, holy moly! Aber ich glaube, dieses Level werde ich aber
höchstwahrscheinlich, das könnte nämlich ganz gut möglich sein, werde ich nochmal machen müssen. Bin ich sicher, weil Münzen und alles, ob ich jetzt alles finde. Bom, 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 bom. Aua. Komm her, dickes Ei. Ich glaube, ich habe immer versucht, so viele große, dicke Eier habe ich damals als Kind ja auch immer versucht zu bekommen. Ja, runter, runter, runter. Bam. Ah, je, yeah, das ist doch. Hier. Yeah. Hey, wo ist der denn hin? Bom. Bin jetzt aber, wie gesagt, nicht ganz hundertprozentig safe, ob, Schade, den habe ich nicht mehr gekriegt. Ich mach's mir gerade sehr gefährlich. Drei große Eier holen. Ich bin jetzt echt nicht mehr safe, ob hier noch irgendwie großartig an dieser Stelle was war oder ob ich durch die Röhre jetzt gehen sollte. Aber es sieht danach aus, als hätte ich was vergessen. Ich glaube, ich komme gar nicht mehr dadurch, oder? Es sei denn, ich kann die hier als Trampolin oder so benutzen und natürlich klappt das nicht so, wie ich es wollte. Oh. Als ob sich das Baby jetzt hier durchglitscht. Leck mich doch am Arsch, du Blödsinn. Komm her. Komm. Ja, gut, ne? Also, das sind die Parts des Teufels, würde ich mal sagen. Ich spiele gerade echt Kacke. Egal, noch einmal, wir haben genügend Leben. Und das wird demnächst noch schlimmer. Und ja, diesen Part, wie gesagt, den werde ich jetzt mal überlänger ziehen, denn ich will nicht die Parts nur halb anbrennen, also die Levels. Und das soll nicht passieren. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß jetzt einfach nicht, ob ich jetzt an allem drankomme. Es ist nicht ganz so toll, wie ich es in Erinnerung hatte. Ich glaube, das Level war ja auch wirklich eigentlich so ein blödes Ich-such-mich-tot-Level. Glaube ich, war. Tatsächlich. Denn, ja. Okay. Danke. Der Schlüssel ist jetzt eigentlich nicht so wichtig. Den brauchen wir eigentlich jetzt nicht, den Schlüssel. So, da oben waren da jetzt noch gute Münzen oder so? Noch ein paar Sterne. Ja, kunterbunte Sterne, wunderschön. Ich habe nur noch einen. Hier holen wir uns noch welche. Genau, wir müssen auf die linke Seite hier. Das darf ich diesmal nicht vergessen. Da, wie gesagt, das Ding brauchen wir nicht. Jetzt habe ich noch nicht ganz nach unten gedrückt. Okay, hier ist nichts Besonderes drin. Da oben ist auf jeden Fall noch was. Jetzt erstmal 2 Stunden. Oh, fuck. Egal, braucht nicht was. Ach, runter damit, Ding. Aha. Jetzt darf ich nur nicht so blöd sein, wieder zu versuchen, an der einen Stelle hochzugehen. Wow. Komm, schieß mal. Danke. Okay, ich habe mir eigentlich viel zu sehr Sorgen gemacht, dass da irgendwie was Besonderes ist, aber
Wie es scheint, war da einfach nichts Besonderes. Oder ist hier vielleicht noch irgendwo was Besonderes drin? Okay. Auch nicht so besonders. Aua. Gab's hier irgendwo ein Sekret? Ich glaube, ein Sekret gab's hier nicht, oder? Nur die Münzen. Ah! Gut, ne? Will ich jetzt doch weiter? Gab's nicht irgendeine Stelle, wo noch eine Blume war, die ich nicht gesehen habe? Was nicht da oben oder so? Hä? Habe ich tatsächlich jetzt alles? Ja, wunderschönes Let's Play, ich weiß. Der Typ hat es ja total drauf. sorry Leute, dass ich, ich sag mal so, kein Let's Play Markus, Nintendo oder so bin. Ja. Bin halt ein Standardtyp, ne? Muss halt Leuten gefallen, wie ich spiele. Oder halt nicht. Das müsst ihr halt selber entscheiden, ob es euch gefällt oder nicht. Und dass meine Let's Plays halt so langwierig sind, langatmig. Gott, jetzt bloß nicht in den Tod stürzen. Oh, die Geier. Wir haben auf jeden Fall doch schon mal 30 Sterne. Hier. Ja. Bumm. Gerade gehen mir auch meine Gesprächsthemen aus, weil der Part schon so übelst lange geht. Tut mir schon ein klein bisschen leid. Ja, bin halt, wie gesagt, nicht der Professionellste. Bin halt, ja. Dieses Level ist so mega kacke, zumindest an dieser Stelle, denn ich hab keinen Bock, jetzt gleich zu krepieren. Ich komm da nicht mehr hoch, das Spiel ist gemein, ich brauch die Münzen. Hab ich noch normale Eier? Ja. Honolulu! Okay, vorsichtig. Ich muss mir ordentlich Mühe geben. Ich muss nur diese eine Münze erwischen. Kommt, das schaffe ich das mit dem Skillshot. Easy. Skill. Ich habe Skill bewiesen. Yes, Mann. Hätte ich aber auch, glaube ich, mit dem großen Ei schaffen können. Aber das Problem ist bei dem großen Ei. Ich kann nicht so gut lenken in der Luft dadurch. Nee, das nehme ich mal in den Mund. Ah. Nehmen wir auch mal mit. Dieses Level zieht sich noch ein bisschen länger. Weg mit dir, du gehst mir sonst auf den Sack. Erstmal hier oben ein bisschen rumflattern. Als ob hier nichts ist an dieser Stelle. Aha! Easy! Ich wusste es! Oh, jetzt sag mir nicht, dass es so ein 1, 2 oder 3 Level. Das ist eine rote Münze. Hier, die Blume haben wir erwischt. Ich hoffe, dass das keine roten Münzen wirklich waren. Dann nochmal hier rein. Wäre nicht ganz so geil. Oh. Rote Münze, gerade von gesprochen. Aber eigentlich kann man das ja erkennen. Es sei denn, es ist die GBA-Fassung, wo man es halt nicht so geil erkennen kann. Yeah, hier würden wir nur Sterne bekommen.
Und dieser Part sieht sich lang. Nein, ich wollte da rein. Jetzt kann ich wieder die Treppe hoch. So. Unten sieht das aber auch so ein bisschen verdächtig aus. Als könnte man da auch rein später. Okay, hier hätte ich auch schon ein Feuer runterdrücken können. Die machen da besser alles runter, man weiß ja nie, ob hier irgendwie eine rote Münze drin ist. Oder das da. Ein Leben. Hier machen wir auch nochmal runter. Eine rote Münze. Ich wusste es. Yeah. Ah, erstmal hier alles runter machen. Wir haben alle rote Münzen. Yeah. Fehlen uns nur noch alle Blümchen. Als ob der wiedergekommen ist. Ich kann auch glauben. Ah. Gucken wir uns erstmal um. Hilfe, Hilfe, zu viele. Erstmal alle wegfressen. Huh. Aber da oben war noch was. Keine Ahnung, was das jetzt war, aber irgendwie hat das alles kaputt gemacht. Ju, ne? Dann haben wir schon mal das da. Okay, hier ist auch keine Blume. Uns fehlt die Blume noch. Wo ist das Blümchen? Kann man hier runter? Okay. Sah ein bisschen so aus, als könnte man da runter. Und ich sehe schon kommen. Ich vergesse das Blümchen. Aha, da ist es ja. Wir haben alles. Schön. Das ist doch wundervoll. It's a beautiful day, yeah. Ach, hier werden wir zum Auto. Das ist cool. Bist du ein guter Fahrer? Bist du ein guter Fahrer? Dann gib Vollgas. Drücke B, um die Gegner zu überlisten. Yeah. Autofahren ist geil. Das ist etwas, was mir am meisten sogar Spaß macht. Sogar als Kind. Yeah! Ich bin der schnellste Yoshi. Yeah! Oh nein! Aua! Brumm, 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 brumm. Wie macht das Kart? Brumm, brumm. Yeah! Okay, hier war das schon der Ausgang. Jetzt werden wir zum Heli! Wird ja immer besser hier. Ja, aber wie gesagt, alles perfekt. Also von daher. Oh, das Leben nehmen wir jetzt auch noch mit. Hey, gib mir das Leben. Danke. Easy. Wenigstens noch das Level zu 100% durchgeschafft. Kriegen wir noch einen Bonus? Natürlich nicht. Wir kriegen nie einen Bonus. Oh, gemein. Das ist total gemein. Wow. Aber die 100 Punkte haben wir schon mal. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Wow. Und im nächsten Part werden wir den Gegner machen. Und vielleicht noch den Special. Also das Special Level. Und ich werde natürlich wieder das Bonus Level auch erklären. Also, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Hau da rein. Tschüssikowski. Yeah.